Heil dir, Osiris. Deine Glieder überdauern. Du kennst keine Verderbnis. Heil dir, Osiris. Deine Glieder überdauern. Du kennst keine Verderbnis. Seid gegrüßt, Priester. Möge dein Herz frohlocken, Magi. Freude ist rar, solange Memphis am Gestank des Todes erstickt. Ich möchte Pascherentas Beschwerde vom Informantentisch besprechen. Ah ja. Wir suchen jemand Fähiges zur Untersuchung dieses Grabes. Die meisten haben zu viel Angst vor den Dämonen da drin. Aber Dämonen fürchten Priester. Warum geht ihr denn nicht selbst? Ich bin ein Gefäß der Götter. Mein Beitrag ist das Gebet. Dann gehe ich zu den Dämonen. Betet, dass mich euer Glaube schützt. Ptah behüte dich. Bei dir sind keine Würmer, du bist nicht abstoßend. Bei dir sind keine Würmer, du bist nicht abstoßend. Hier ist die Frucht des Osiris. Reglos, reglos, reglos wie Osiris. Reglose Glieder wie die des Osiris. Hier ist die Gruft des Osiris. Reglos, reglos, reglos wie Osiris. Reglose Glieder wie Osiris. Was? Was gefunden? Noch nichts. Wer weiß, ob es hier sicher ist.
Was gefunden? Dieser Schatz sollte den Gestank besser wert sein. Da müssen ja selbst die Schweine weinen. Halt dir die Nase zu, das geht schon. Zumindest wird uns hier unten sicher niemand stören. Hey, was? Der Quelle dieses Gifts immer näher. Verstorbene, vergebt mir die Störung eurer Ruhe. Bitte gewährt mir Einlass. Diese Mumien sind intakt. Von ihnen kommt der Gestank nicht. Das soll den Gestank vertreiben. Jemand war erst vor kurzem hier. Jemand ohne Angst vor Dämonen. Was im Namen der Götter ist diese Fäulnis? Ich sollte nach ihrer Quelle suchen. Die Mumien. Sie verrotten. Das ist ein Vergehen gegen die Toten. Hier. Das Fleisch ist verfault. Aber die Bandagen sind intakt. Sind die Bandagen intakt, liegt der Fehler beim Einbalsamieren. Die Angst vor Dämonen ließ das Verbrechen unentdeckt. Ich werde den Mumifizierungstempel besuchen. Ah,
frische Luft. Ein größerer Segen als der des Priesters. Aus dem Weg! Das Bewachen der Tempel war einst eine heilige Pflicht, die den Magi oblag. Und nun tut es niemand mehr. Meine Füße mögen mich. Friede sei mit dir. Möge Osiris über die Reise deines Lieben wachen. Ich brauche deine Dienste nicht. Ich inspiziere den Tempel. Du bist kein Priester. In wessen Namen entweihst du unsere Hallen? Im Namen des Hohepriesters. Schick einen Boten, wenn du es nicht glaubst. Ach ja, der arme Pascharenta. Der Fluch lastet schwer auf uns allen. Mir sind 2 Einbalsamierer weggelaufen, seit das alles anfing. Und derzeit gibt es ja nur Ungelernte, um sie zu ersetzen. Diese ungehobelten Klötze. Hoffentlich werde ich sie bald wieder los. Ich freue mich auf ein Treffen. Werden die Leichname hierher gebracht? Ja. Dies ist das Tor zum Ibu. Zum Ort der Läuterung. Die Toten werden von ihren Familien hergebracht. Wir waschen sie mit den Tränen, die die Götter bei Osiris Tod vergossen. Vielleicht ist es auch nur Wasser. Wer weiß. So früh werden die Mumien sicher noch nicht manipuliert. Der Mann ist vermutlich unschuldig. Was machst du? Ja, ich weiß. Du willst wissen, was ich hier mache. Ich wasche die Körper der Toten. Es ist eine Arbeit. Und die mache ich seit 10 Jahren. Da gibt es wenig zu erzählen. Ein Mann von meinem Schlag. Aber nicht ganz unverdächtig. Ist deine Neugier befriedigt? Noch nicht. Mach schneller. Du störst unsere Arbeit und die Totenruhe. Wobei, ich sage doch zudem auf seiner Flut. Friede sei mit dir. Ich möchte... Siehe, der Vorderschenkel ist an den Nacken gefügt. Hättet ihr einen... Dein Gesicht ist das eines Windhundes, dessen Nase den Schrein zu meinen Füßen wittert. Das ist nicht sehr nett. Ich bin nie aus Priestern schlau geworden. Wobei ich geheilt bin. Ich bin der, der aus der Enge der Tür des Lichts herausgeht. Großer dunkler See ist mein Name. Sage doch... Wenn du im Namen des Hohepriesters hier bist, musst du ein mächtiger Mann sein. Ich möchte dich wirklich nicht zum Feind haben. Ich habe keine Feinde und auch keine Geheimnisse. Und so entfernen wir das Gehirn, nutzloses Organ. Nun werde ich die Flanke öffnen und entnehme die Leber, den Magen, die Lungen und den Darm. Sie verwesen als erste Teile des Körpers. Faszinierend. Wir kriegen hier fast nie Besuch. Komm jederzeit gerne vorbei. Freundlichkeit ist ein guter Deckmantel. Aber ich verdächtige ihn nicht. Wie lange sind sie schon tot, wenn du sie bekommst? Ein paar Tage. Die Familien bringen sie nicht sofort hierher, damit wir sie nicht schänden können.
Warum hat man dich ausgewählt, die Hinterbliebenen zu begrüßen? Erzähl mir Näheres über deine Arbeit. Schön. Nach dem Auswaschen mit Palmwein wird alles mit Myrrhe und Cassia ausgestopft. Wenn du mehr wissen willst, lies Herodot, anstatt mich zu löchern. Den Vater der Lügen. Werden die inneren Organe auch entsorgt? Bei Osiris, nein. Sie werden in Kanopen gelegt, bewacht von den Söhnen des Horus. Das Herz bleibt in der Brust, wo Maat es gegen die Feder der Wahrheit abwägen kann. Dir scheint das zu gefallen. Tote sind eine gute Gesellschaft. Sie beschweren sich nie. Und wenn sie starren, dann sieht man eben weg. Wenn man ihrem Blick nur so leicht entgehen könnte. Bitte? Hab dich nicht verstanden. Vergiss es. Oh. Where has it been? Ob wir heute wohl ein paar Hübsche kriegen? Ob wir heute wohl ein paar Hübsche kriegen? Ich muss hier stehen, damit ich sehe, was du tust. Sage doch zu dem auf seiner Flut. Siehe, der Vorderschenkel ist an den Nacken gefügt. Das Hinterteil an den Kopf des Westens. Gib mir, was darin ist, große der beiden Großen, wegen dessen, was ich gesehen habe. Ich werde an den Dach. Oh, Robin! Oh. Ich werde an den Damm in Abydos fahren. Die Riegel sind aufgeschoben, ihre Tore sind niedergelegt. Meine Füße mögen mich als Anubis laufen lassen, in Bewegung ohne Ende. Wobei ich geheilt bin. Ich bin der, der aus der Enge der Tür des Lichts herausgeht. Großer dunkler See ist mein Name. Sage doch zu dem auf seiner Flut, siehe, der Vorderschenkel ist an den Nacken gefügt. Arbeitest du da vielleicht mit Salz? Kein Salz. Natron. Es trocknet den Körper aus und verschandelt mir die Hände. Ich habe überall Verbrennungen, aber in letzter Zeit ist es besser. Ist das Natron irgendwie anders? Die Textur ist leicht verändert. Pulvriger. Sie müssen einen neuen Zulieferer haben. Wenn du mehr über Natron wissen willst, sprich mit dem Mann da hinten. Wenn Natron die Körper austrocknen soll, dann stimmt wohl etwas mit dem Natron nicht. Ich sollte mit dem Arbeiter draußen reden. Ihr trocknet die Leichen mit Natron? Wer bist du denn? Ein Tempelinspektor. Klar. Wird auch Zeit, dass du kommst. Memphis stinkt seit Monaten wie die Pest. Ich vermute ein Problem mit dem Natron. Woher stammt es? Ganz aus der Nähe. Wird von guten Männern am Kanal bewacht. Vorsicht vor Krokodilen. Und Echsen. Sagtest du Echse? Sagt dir das etwas? Man munkelt so etwas in der Taverne. Nur Gerüchte. Wenn du nichts Handfestes bieten kannst. Geh ich wieder. Warte. So viel kann ich dir sagen.
Unser Natron ist verunreinigt. Mit Sand. Geh zum Lagerhaus, gleich nördlich vom großen Tempel. Die Götter seien mit dir. Die Mumien verrotten also wegen des unreinen Natrons. Dann sehen wir mal in dem Lagerhaus nach, von dem er sprach. Hier ist das Lagerhaus. Ich muss vorsichtig sein. Nur die Schuldigen entehren die Unschuldigen! Mögen die Götter gnädig sein! Tja! Salz ist billig! Es steckt mehr als Gold hinter dem Verbrechen! Gold hatte damit nichts zu tun! Ein Priester mit einer blauen Schärpe hat es angeordnet! Das hat er mir angetan! Er sagte, er täte dasselbe mit meiner Tochter! Ich brachte das Unheil über die Stadt, nur um sie zu schützen! Ich schwöre es! Bitte! Hilf mir, und ich beende es! Hier! Ich behielt sie. Nimm sie. Ich schicke den Verfasser zur Verschlingerin. Das Siegel des Anubis. Ein Priester streckte das Natron. Sand. Damit strecken sie das Natron.
schlafen die Toten von Memphis wieder ruhig. Yeah.